So, willkommen zurück bei Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Wir holen uns die letzte Karte, die 75. von 80 und jetzt geht's los. Hier gibt's nämlich jetzt noch 5 Karten, die wir einsammeln müssen im Bohnen-Bonusraum. Oh ja, und das Ganze auf Zeit. Nee, Spaß beiseite, natürlich nicht auf Zeit. Das heißt, wir können hier jetzt, wenn wir wollten, ja, könnten wir hier jetzt theoretisch alles, komplett alles einsammeln. Aber das mache ich nicht. Weil es einfach, ich glaube, ich habe das mal einfach gemacht, aber warte mal. Komm, wo ist jetzt die letzte Karte? Wo ist denn jetzt diese letzte Bildkarte? Da ist sie ja. So. Wir haben alle. Jo. Alter. Sorry. Das war, ja, das war das Handy, verdammt. Moment, ich nur für den Fall, dass noch eine Nachricht gegen meinen Stumm gemacht. Was fast nie passiert und jetzt direkt zweimal hintereinander. Oh, fast. Ich glaube es. Ah, ne, warte mal, stimmt ja so gar nicht. Ich glaube, das war im anderen. In einem anderen Spiel gewesen vor. Oh, naja. So, ich sammle jetzt. Ich sammle trotzdem mal alles ein. So, schwupp. Jetzt kriegt man hier noch so viele Sachen, ne? Jetzt wollen wir uns nicht mehr brauchen. Boink. Hey. So. Schmuck. Wenn man so viel Zeit hier mal. Wenn man so viel Zeit hier mal hätte, wenn man das Ganze auch braucht, das wäre cool. Kesselkuchen! So. Nein, schon wieder. Ich will diese Bohne noch haben und dann hauen wir ab. Die Bohne nehmen wir noch mit. Ja, also. So, hauen wir ab. So, wir haben alles. Und jetzt werden wir uns die. Speichern. Jetzt gehen wir raus auf den Hof und schauen uns die ganzen Bildkarten mal an. Ja, so, ich stelle mich hier hin. Bildkarten. Wir haben sie alle. Wir fangen hier an. Fulbert the Fearful, 1014 bis 1097. Er war so ängstlich, dass er nie sein Haus verließ. Kam ums Leben, als sein Dach wegen eines fehlgeleiteten Zaubers einstürzte. Ja, ich würde mal sagen, dumm gelaufen, ne? Ingbert, der immer bereite.
Mittelalter, Daten unbekannt. War dafür bekannt, jeden grundlos anzugreifen und Unschuldige zu verfluchen. Starb im Gefängnis. Ja. Crispin Cronk, 1795 bis 1872, wurde nach Azkaban geschickt, weil er trotz mehrfacher Verwarnungen Zwingen in seinem Garten hielt. Edgar Struldger, 1703 bis 1798, Erfinder des Spikoskops. Okay. Oswald Beamish, 1850 bis 1932, Wegbereiter der Koboldrechte. Ah ja. Norval Twonk, 1888 bis 1957, starb, als er ein Muggelkind vor einem Manticore retten wollte. Ihm wurde der Titel Orden der Merlin erster Klasse nach seinem Tode verliehen. Ich würde mal sagen, hat er dann auch verdient, oder? Rogan Stump, 1770 bis 1884, beliebter Zaubereiminister, ernannt im Jahre 1811. Jo. Glenmore Peaks, 1677 bis 1761, besiegte die Seeschlange von Cromer. Ja, sieht auch aus wie so ein Pirat, so ein Seemann. Wilfred Elphick, 1112 bis 1199, erster Zauberer, der von einem afrikanischen Erumpent angegriffen wurde. Dafür hat er eine Bildkarte gekriegt? Professor Armando Dippet, 1940, ehemaliger Schulleiter von Hogwarts. Ja. Mungo Bonham, 1560 bis 1659, berühmter Heiler und Gründer des St. Mungo Hospitals für magische Krankheiten und Verletzungen. Okay. Zhu Yen, 4. Jahrhundert vor Christus, chinesischer Alchemist. Jo. Falco Aesalon, alter Grieche. Der erste in Aufzeichnungen erwähnte Animagus. Er konnte sich in einen Falken verwandeln. Nicht schlecht. Thaddeus Ferkel, 1632 bis 1692, wurde berühmt, weil er seine 7 Squib-Söhne aus lauter Verzweiflung in Igel verwandelte. Harry Potter, der Junge, der überlebt. Jawohl. Bildkarten berühmter Zauberer, Bildkarten berühmter Hexen. Beatrix Bloxam, 1794 bis 1810, schrieb Kinderbücher über Giftpilze, die Übelkeit hervorriefen und deshalb verboten wurden. Die Bücher riefen Übelkeit hervor? Dümpfner Firmage, 1612 bis 1698, wurde während ihrer Ferien in Cornwall von Wichteln entführt. Sie wurde zwar befreit, lebte danach jedoch in ständiger Angst vor diesen Kreaturen. Ihr Versuch, das Zaubereiministerium davon zu überzeugen, alle Wichtel zu vernichten, schlug fehl. Das wäre auch noch schöner. Honoria Nutcombe, 1665 bis 1743, gründete die Gesellschaft zur Reformation von Waldhexen. Jo. Wendeline die Ulkige, Mittelalter, Daten unbekannt. Sie war so fasziniert von Scheiterhaufen, dass sie sich 14 Mal verbrennen ließ. Jocunda Sykes, geboren 1915. Die erste Person, die den Atlantik auf einem Besen überquerte. Nicht schlecht. Carlotta Pinkstone, geboren 1922. Wollte das Geheimhaltungsabkommen aufheben und den Muggeln erzählen, dass es Zauberer gibt. Mrs. Pinkstone wurde mehrfach verhaftet, da sie sich nicht davon abhalten lassen wollte, Magie in der Öffentlichkeit zu praktizieren. Manche lernen es einfach nicht, ne? Dorcas Wellbeloved, 1812 bis 1904, gründete die Vereinigung für verzweifelte Hexen. Ja. Elfrieda Clegg, 1612 bis 1687, ältestes Mitglied des Zaubererrats. Oh ja. Zacharissa Tuckwood, 1874 bis 1966, Pionierin der Schönheitstränke. Entdeckte, dass Bubotuba-Eiter gegen Pocken wirkt. Also nicht Bubotubler-Eiter? Oder ist das jetzt wieder was anderes? Ignatia Wildsmith, 1227 bis 1320.
Die Hexe, die das Flohpulver erfunden hat. Nicht schlecht. Hesper Starkey, 1881 bis 1973. Hexe, die erforschte, wie sich die Mondphasen auf die Herstellung von Tränken auswirken. Ah ja. Kliotna, Mittelalter, Daten unbekannt. Irische Druidin, die die Verwendung von Mondtau entdeckte. Aha. Mirabel Plunkett, geboren 1839, verliebte sich während des Urlaubs am Loch Lomond in einen Wassergeist. Als ihre Eltern ihr verboten, diesen zu heiraten, verwandelte sie sich in einen Schellfisch und wurde nie wieder gesehen. Oh Mann. Morgan Le Fay, Mittelalter, Daten unbekannt. Halbschwester von König Artus, schwarze Magierin und Feindin von Merlin. Gunhilda von Gorsmore, 1556 bis 1639. Einäugige, buckelige Hexe. Erfinderin eines Gegenmittels gegen Drachenpocken. Dumbledore war gar nicht bei den berühmten Zauberern, ne? Jocelyn Wetcock, geboren 1911. Jäger beim Quidditch-Team Eintracht Pfützensee. Erzielte in diesem Jahrhundert die meisten Tore in einem Spiel. 1931 gegen die flammenden Fledermäuse. Uha. Vannock Jones, geboren 1968. Kapitän und Treiberin der einzigen nationalen Quidditch-Frauenmannschaft. Ah ja. Cyprian Yoodle, 1312 bis 1357. Einziger Quidditch-Schiedsrichter, der während eines Spiels durch einen Fluch zu Tode gekommen ist. Es konnte nie ermittelt werden, wer der Urheber des Fluches war. Tja. Roderick Plumpton, 1889 bis 1987. Sucher im britischen Quidditch-Team. Fing in 3,5 Sekunden den Schnatz, hält somit den britischen Rekord. Bowman Wright, 1492 bis 1560, entwickelte den goldenen Schnatz. Nicht schlecht. Sir Herbert Varney, 1858 bis 1889, für Untote kurzlebiger viktorianischer Vampir, der in London während der 1880er Frauen auflauerte. Wurde von einer Sondereinheit der Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe gefangen und zur Strecke gebracht. Ja. Amarillo Lestod, 1776 bis 1977, Beräter amerikanischer Vampir, schrieb Monolog eines Vampirs, mit dem er Leser so langweilen wollte, dass diese erstarrten und leichter Opfer für Vampire wurden. Also die Idee ist ja nicht schlecht. Lady Carmilla Sanguina, 1561 bis 1757, badete im Blut ihrer Opfer, um ihre jugendliche Schönheit zu bewahren. Ja, ja, manche baden in Milch, andere in Blut. Bloodwin Blood, geboren 1923, bekannt als Vampir aus der Tiefe, sang mit klangvollem Bass für seine Opfer, bevor er sie in den Hals biss. Okay. Graf Vlad Dracul, geboren 1390, berüchtigter Vampir, der als Vorlage für Bram Stokers fiktiven Graf Dracula diente. Vater von Vlad dem Fähler. Okay. Berühmter Kobolde. Irgit der Hässliche. Koboldgesandter beim Treffen des Zaubererrats im 14. Jahrhundert. Oho. Elgif der Abstoßende. Übelriechende Koboldplage. In der Koboldwelt für den Versuch bekannt, Fläschchen mit seinem Schweiß an Mistbombenhersteller zu verkaufen. Na schön. Ag der Unzuverlässige. Berüchtigter Koboldschwindler. Organisierte das berüchtigte Demigeist-Derby und floh mit den Einnahmen. Erk der Unsaubere. Anführer des Koboldaufstands im 18. Jahrhundert. Gringott. Gründer von Gringotts Zaubererbank. Jo. Wildkarten berühmter Waldhexen. Baba Yaga. Mittelalter. Daten unbekannt. Russische Waldhexe, die in einer Hütte mit riesigen Hühnerbeinen lebte, aß Kinder zum Frühstück
und angeblich auch zum Mittag und Tee. Nur zum Abend nicht, wie? Malodora Grimm, Mittelalter, Daten unbekannt, verbarg ihre wahre Waldhexengestalt mit einem Schönheitstrank, heiratete einen König und stärkte ihr Selbstbildnis mit einem Zauberspiegel, wurde eifersüchtig auf die schönste Frau im Reich und gab ihr einen vergifteten Apfel. Ja, ja, Schneewittchen. Letizia Somnolens, Mittelalter, Daten unbekannt. Gehässige Waldhexe, die neidisch auf die Königstochter war und dafür sorgte, dass diese sich an einer mit einem Trank des lebenden Todes präparierten Spindel stach. Ein junger Zauberer, dessen Lippen mit einem Mega-Power-Trank benetzt waren, küsste die Prinzessin und erlöste sie. Dornröschen. Old Mother Hubbard, Mittelalter, Daten unbekannt, lockte streunende Tiere in ihre Hütte und ließ sie verhungern. Gibt's da auch ein Märchen zu? Wenn ja, fällt's mir gerade nicht ein. Cordelia Misericordia, 1298 bis 1401, Gesandte der Waldhexen beim Treffen des Zaubererrats im 14. Jahrhundert. Oh ja. Bildkarten berühmter Riesen. Bran der Blutdürstige, Mittelalter, Daten unbekannt, lebte auf einem Schloss über einem magischen Bohnenstängel, aß gerne Brot aus Bohnenmehl, das er mit dem Blut eines Engländers runterspülte, wurde von einem Jungen namens Jack vernichtet. Okay. Zyklop, alter Grieche, Daten unbekannt, einäugiger Riese, der in einer Höhle zu Fuße des Ätna lebte, wurde vom griechischen Helden Odysseus mit Hilfe einiger Schafe erschlagen. Wie soll man das jetzt bitte verstehen? Hat er mit den Schafen den Riesen erschlagen? Oder haben die Schafe den Riesen so abgelenkt, dass Odysseus den Riesen erschlagen hat? Goliath, biblisch, Daten unbekannt. Von den Philistern im Krieg gegen die Israeliten eingesetzter Söldnerriese, wurde von einem Jungen mit einer Schleuder erschlagen. Ja, der hieß David. Oder David. Morhold, alter Ire, Daten unbekannt. Riesiger Bruder des Königs von Irland, verwundete den irischen Helden Tristan mit einem vergifteten Schwert, als dieser ihn vernichten wollte. Tur. Hengis of Upper Barnton, 15. Jahrhundert. Riese, der vom bekannten Riesentöter Gifford Ollerton zur Strecke gebracht wurde. Okay. Drachenbildkarten. Wenn ich jetzt mal überlege, welche Drachen es in der Harry Potter Geschichte gab, fallen mir 5 ein. Der norwegische Stachelbuckel, der ungarische Hornschwanz, der venesischer Grünling? Na, die aus dem 4. halt. Mal schauen, wen sie hier so haben. Gemeiner walisischer ja. Grünling. Diese Drachenrasse ist die ruhigste und meidet Menschen, wenn sie nicht provoziert wird. Feuer wird in dünnen Strahlen gespuckt. Schwarzer Hebride. Großbritanniens andere Drachenart ist aggressiver als die walisischen Verwandten und ernährt sich von Wild. Große Hunde sollen aber auch auf dem Speiseplan stehen. Naja, genau, der Hornschwanz. Ungarischer Hornschwanz. Der wohl gefährlichste Drache aller Drachenrassen kann bis zu 15 Meter weit Feuer speien. Das Langhorn. Rumänisches Langhorn. Die Hörner dieser Drachenart werden für Zaubertränke hochgeschätzt. Aus diesem Grund ist ihre Zahl in den letzten Jahren auch stark rückläufig. Norwegischer Stachelbuckel. Den Stachelbuckeldrachen gibt es heute nur noch selten. Er greift die meisten Arten von Landsäugetieren an. Ja, okay. Tierwesenbildkarten. Na, jetzt wird's interessant. Imp. Nur in Britannien und Irland beheimatet, liebt der Imp Slapstick und hat seine Freude daran, unvorsichtige Menschen zu schubsen und stolpern zu lassen. Doxy. Wird manchmal mit Feen verwechselt, haust in Büschen
und beißt, wenn man näher kommt, mit seiner Doppelreihe scharfer und giftiger Zähne. Ja, also nicht hinkommen. Oatjackal, ein Baumwächter, der den meisten Zaubern ausweichen kann. Versucht einem die Augen auszukratzen, wenn man seinen Baum bedroht. Ah ja. Billywig hat einen langen, dünnen Stachel, der Schwindel und Levitation verursacht. Getrockneter Billywig-Stachel wird für einige Zaubertränke benötigt. Gnom, eine gemeine Gartenplage, die in Bodenlöchern haust und ab und an herausrennt, um unvorsichtigen Menschen ein Bein zu stellen. Wird aus dem Garten geschmissen, indem er im Kreis geschleudert und über den Gartenzaun geworfen wird. Ja, nur blöd, dass der meistens wiederkommt, ne? Riesenkraken, der Schrecken alter Seeleute und der Schüler in Hogwarts, sollten sie im See planschen wollen. Ja, so schrecklich ist er ja nicht, ne? Im 4. hat er Dennis Quivi aus dem See gefischt. Manticore. Dieses seltene und gefährliche Tierwesen summt leise, während es seine Beute verschlingt. Sein Stich führt zum sofortigen Tod. Okay, jetzt mal eine kurze Frage. Wie bitteschön? Kann es sein, dass ein Löwe und ein Skorpion einfach nicht hinterfragen. Einhorn. Ein scheues Tierwesen, das den Kontakt zu Menschen meidet und eher eine Hexe als einen Zauberer näher treten lässt. Auf Zauber reagiert es äußerst schreckhaft. Sein Blut besitzt starke magische Eigenschaften. Bergtroll lebt in bergigen Gebieten. Sehr kräftig, aber dumm versucht der Troll, jeden zu erschlagen, der ihm nahe kommt. Jo. Streeler, eine orangefarbene Riesenschnecke mit giftigem Haus, die nur mit Schutzhandschuhen angefasst werden sollte. Ja, ist vielleicht besser. Violette Riesenkröte, liebt tote Fliegen und andere Insekten, hat eine lange grüne Zunge. Schade, dass man die jetzt nicht sieht. Doppelschwänziger Wassermolch, kann in der magischen Menagerie in der Winkelgasse erworben werden, schwimmt viel und liebt Algen. Wer kennt noch diese alte Zeichentrick? Ich glaube ja, diese Zeichentrickserie Cat und Dog, wo Hund und Katze halt auch so zusammen waren. Kennt das noch irgendwer? Oder bin ich einfach so alt, dass das niemand mehr kennt? Ja. Gytrash, großer hundeähnlicher Geist, den man einzeln oder in Rudeln im verbotenen Wald antrifft. Okay. Kelpie. Lauert in Flüssen und Gewässern und bietet sich als Reittier für die Überquerung an. Wird dieses Angebot angenommen, versucht der Kelpie, den Reiter unter Wasser zu ziehen und dort zu fressen. Nett. Phönix. Der sanfte Phönix erreicht ein immenses Alter, da er sich immer wieder neu erschaffen kann. Sein Gesang ist magisch und seinen Tränen wohnt eine mächtige Heilwirkung inne. Jo. Das waren die Tierwesen. Boah, die hatten, ja genau, die hatten wir. Und jetzt kommen die Bonuskarten. Hier ist Dumbledore. Aha. Godric Gryffindor. Mittelalter. Daten unbekannt. Mitbegründer von Hogwarts. Nach ihm wurde eines der vier Häuser benannt. Jawohl. Rowena Ravenclaw. Mittelalter. Daten unbekannt. Mitbegründerin von Hogwarts. Nach ihr wurde eines der vier Häuser benannt. Mhm. Helga Hufflepuff. Mittelalter, Daten unbekannt. Mitbegründerin von Hogwarts. Nach ihr wurde eines der vier Häuser benannt. Salazar Slytherin. Mittelalter, Daten unbekannt. Mitbegründer von Hogwarts. Nach ihm wurde eines der vier Häuser benannt. Dumbledore, Schulleiter von Hogwarts. Ja. Okay, sehr schön. Damit hätten wir es echt geschafft. So. Und da wir die Quelle jetzt ja übersprungen haben, machen wir das jetzt ganz geschickt. Wir verlassen das Spiel, laden das Spiel, gehen wieder auf Abschnitte. So. Jetzt können wir uns das nochmal angucken. Oh, jetzt haben wir zwar wieder nicht mehr alle Bildkarten, aber
ist egal. Wir haben sie einmal gesehen, wir haben alle Bildkarten gesehen. Das hier hatten wir schon, also kann ich jetzt auch drüber quatschen. Ich bin froh, dass ihr drei eure Abschlussprüfungen überlebt habt. Oh, sie haben wirklich Spaß gemacht. Ja. Sagst du, ich werde die nächsten Monate Albträume haben. Soweit. Nun denn, alles. Mal sehen, ob ihr alle eure Anforderungen jetzt bin ich mal gespannt. Fürs dritte Jahr erfüllt habt. Jetzt bin ich mal. Was, ja, jetzt haben wir wieder noch 54 Bildkarten. Interessiert jetzt nicht. Wir haben sie alle gesehen. Ihr habt eure Anforderungen fürs dritte Schuljahr erfüllt. Ausgezeichnete Arbeit, wirklich ausgezeichnet. Vielen Dank. Tschüss. Ihr könnt alle stolz auf euch sein. Das war wirklich mutig, was ihr für Sirius Black und Seidenschnabel getan habt. Noch schöne Sommerferien, ihr drei. Vielen Dank auch. Auf Wiedersehen. Ach ja, das war doch recht. Glückwunsch. Du hast das dritte Jahr in Hogwarts abgeschlossen. Schon wieder. Und seine Freunde wieder nach King's Cross brachte, fielen Harry einige Worte von Professor Dumbledore ein. Glaubst du, die Toten, die wir liebten, verlassen uns je ganz? Glaubst du, es ist Zufall, dass wir uns in der größten Not am deutlichsten an sie erinnern? Du weißt, dein Vater lebt in dir weiter, Harry. Und zeigt sich am deutlichsten, wenn du fest an ihn denkst. Ach ja. So, also, das war Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Der dritte Teil der Reihe. Meine Güte. Aber ich denke, die sind ja so kurz, die ersten. Deswegen konnten die jetzt auch alle ein bisschen schneller hintereinander kommen. Wann der vierte Teil kommt, weiß ich noch nicht. Bin ich am Überlegen, ob ich den mit jemandem zusammenspielen soll, da das ja funktioniert. Das geht ja. Da müssen wir nur mal gucken, wie wir das von der ganzen Technik her am geschicktesten machen. Dass man das alles dann auch vernünftig versteht und sowas. Da sind wir im Moment ein bisschen noch am Tüfteln. Das funktioniert noch nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Da müssen wir mal schauen, ob wir das hinkriegen. Wenn es nicht klappen sollte, werde ich den zur Not auch alleine spielen. Aber ich hoffe, dass wir das zu zweit hinkriegen. Macht nicht einfach mehr Spaß. Theoretisch kann man den sogar zu dritt spielen, aber das wird dann echt vom Aufwand her ein bisschen schwierig, glaube ich. Zu zweit ist ja schon wegen der ganzen Technik, wegen dem Mikrofon und hast du nicht gesehen. Ich werde versuchen, dass es auf jeden Fall zu zweit geht. Ich hoffe, das klappt. Ansonsten, wie gesagt, werde ich das alleine machen. Und ja, also, wie fandet ihr denn den dritten Teil jetzt? Meine, schön, dass ich die Bildkarten nicht mehr selber vorlesen musste, wie noch im ersten und zweiten. Okay, im ersten ging es, da gab es glaube ich nur, da gab es gar nicht so viele. Wie viele waren es? 25, oder? Wenn überhaupt, ich weiß gar nicht mehr. Waren auf jeden Fall nicht so viele. Ja, und jetzt, im zweiten habe ich die ja hinter alle vorgelesen, hat der lange gedauert. Das hier war jetzt auch lange, dafür, dass wir nur die Bildkarten hatten. So, wir sind wieder hier. Sehr schön. Ich würde da mal sagen, Freunde, das soll's auch. Oh, die Credits waren echt kurz. Meine Güte. Aber das war's jetzt mit Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr seid dann im nächsten Schuljahr, im vierten Teil, wieder mit dabei. Ihr werdet ja sehen, ob ich es hinkriege, dass wir es zu zweit machen. Ansonsten halt alleine, aber ich denke mal, dass wir das noch hinkriegen. Also, das war Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr das guckt. Und ich würde erstmal sagen, bis dahin und macht's gut. Ciao.